Er wird oft als der letzte Ritter bezeichnet, der am 2. März 1481 auf der Burg Ebernburg bei Bad Münster am Stein im heutigen Rheinland-Pfalz geborene Franz von Sickingen. Sickingen lebte am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, war ein Anhänger des Reformators Martin Luther und kämpfte für die Säkularisation der kirchlichen Güter. Er war Anführer der rheinischen und schwäbischen Ritterschaft. Sickingen war zu seiner Zeit ein Kriegsunternehmer, der mit seinen Truppen auch in wechselnden Diensten stand. Historisch gesehen hat er den Rittertitel wahrscheinlich nur geerbt, ohne jemals selbst zum Ritter geschlagen worden zu sein. Die Burg Nahnstein bei Landstuhl, auf der am 7. Mai 1523 der Ritter Franz von Sickingen im Zuge einer Belagerung und Beschießung der Burg im sogenannten Ritterkrieg den Tod gefunden hat. Sickingen war in diesem Krieg der Anführer der rheinischen und schwäbischen Ritterschaft gewesen, die sich gegen die Vorherrschaft der Landesfürsten und den Verlust der Privilegien der Ritterschaft aufgelehnt hatten. Die verarmten Ritter waren immer mehr in wirtschaftliche Abhängigkeit von den Landesfürsten geraten. Es war Sickingens Ziel, deren Machtfülle einzuschränken, und außerdem wollte er ein Wiedererstarken des Ritterstandes und eine Stärkung der Stellung des Kaisers erreichen. Und dazu führte er auch zunächst in kaiserlichem Dienst seine Kriege. Trotz des geltenden Landfriedens von 1495 führte er ab dem Jahr 1515 zahlreiche Fehden auf der Grundlage des altdeutschen Fehderechts, eines Faustrechts. Das im Reich dominierende römische Recht lehnte er ab, weil es nach seiner Meinung die Bauern und den niederen Adel, also auch die Ritter, benachteiligte. Meist fanden die Unternehmungen Sickingens die Duldung des Pfalzgrafen bei Rhein, des pfälzischen Kurfürsten Ludwig des Friedfertigen. Als Sickingen aber mit der Reichsstadt Worms in Streit geriet, bei dem ihn auch Götz von Berlichingen unterstützte, wurde er im Jahr 1515 von Kaiser Maximilian I. geächtet. So trat Sickingen dann in französische Dienste und eroberte für den König Franz I. mit einem Aufgebot von 16.000 Landsknechten und 7.000 Reitern die Reichsstadt Metz für Frankreich. Sickingen war schon früh mit den Gedanken der Reformation in Berührung gekommen, unter anderem durch seine Freundschaft mit dem Humanisten Ulrich von Hutten. Er setzte sich für die Sache Martin Luthers ein und hatte dem sogar Asyl angeboten. Durchaus auch einer der Gründe, weshalb Sickingen einen Feldzug gegen den Erzbischof und Kurfürsten von Trier vom Zaun brach. Im Gegensatz zu früheren Feldzügen konnte jedoch sein jetziger Gegenspieler, Richard von Greifenklau zu Vollraths, Kurfürst und Erzbischof von Trier, auf eine breite Unterstützung durch andere Landesfürsten bauen. So kam es, dass Sickingen sich unter dem Druck der Vereinigten Streitmacht des Kurbischofs und auch des Kurfürsten der Pfalz und des Landgrafen von Hessen auf seine Burg Nahnstein
zurückziehen musste. Die allerdings hielt dem massiven Beschuss durch die Belagerer nicht stand. Die Burg wurde mit der für die damalige Zeit unglaublichen Zahl von 600 Kanonenkugeln an einem einzigen Tag beschossen und so musste Sickingen bereits nach 2 Tagen kapitulieren. Er war selbst am 1. Mai während der Beschießung schwer verwundet worden und erlag diesen Verletzungen am 7. Mai. Die Geschützbastionen der Nahnstein, von denen Sickingen dachte, sie seien uneinnehmbar und unzerstörbar, hatten dem Feindfeuer nicht standgehalten. Und mit dem Feldzug gegen Kurtrier hatte der bis dahin erfolgreiche Kriegsunternehmer und Söldnerführer den Bogen überspannt. Thank you.
Bereits im Jahr 1510 hatte Sickingen auch einen Ganerbenanteil an der ca. 50 Kilometer von Landstuhl entfernten Burg Drachenfels im südpfälzischen Wasgau erlangt. Aus diesem Grund wurde die Burg am 10. Mai 1523 von den Siegern im Ritterkrieg zerstört. Und das, obwohl der Burgvogt, der allein mit 8 Knechten anwesend war, sie angesichts der gewaltigen Übermacht kampflos übergeben hatte. Der Drachenfels wurde damals endgültig zerstört.